wir beide von Westen. Es gibt Zeiten, da geschieht tatsächlich noch so etwas wie ein Wunder. Das bereits im April weltweit veröffentlichte brutale Beat'em'up Mortal Kombat X hat von der USK tatsächlich eine Freigabe 18 Jahren bekommen und darf somit offiziell in Deutschland käuflich erworben werden. Damit ist der 10. Teil nach vielen Jahren das erste Spiel der Reihe, welches wieder deutschen Boden berührt und sich keine Sorgen um eine Indizierung machen muss. Um eventuelle Einschnitte müsst ihr euch genauso wenig Gedanken machen. Mortal Kombat X ist zu 100% ankert. Die vordere Verteidigung zieht sich auf euren Befehl hin zurück. Es wurde bestätigt. 4 Eindringlinge. Es ist Zeit, unsere Gäste zu unterhalten. Nachdem Langzeitbösewicht Shao Kahn im Vorgänger besiegt und auch der finstere Gott Shinnok im Prolog des neuesten Teils in ein magisches Amulett verbannt wurde, sollte in Outworld unter der Herrschaft des weitaus friedfertigeren Kotal Kahn eigentlich alles in Butter sein. Doch weit gefehlt, denn unbekannte Attentäter versuchen alles, um das Juwel in ihre Hände zu kriegen und Shinnok zu befreien. Um dies zu verhindern, wird ein junges Team aus 9 Elite-Kämpfern nach Outworld geschickt, um dort nach den Rechten zu sehen. Zwar vermag die Hintergrundgeschichte keine Bäume auszureißen, weiß mit ihrem B-Movie-Charme im rund 3-stündigen Story-Modus aber durchaus zu überzeugen. Es war anders. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Eines der wichtigsten Features, das in ähnlicher Form bereits in Mortal Kombat The Alliance vorkam, sind die 3 unterschiedlichen Kampfstile, welche jedem einzelnen Kämpfer zur Verfügung stehen und vor dem Beginn des Matches ausgewählt werden. So zum Beispiel kann der altbekannte wie beliebte Ninja Sub-Zero eisige Klone von sich erschaffen, um den Gegner damit einzufrieren oder den soeben erschaffenen Klotz als Wurfgeschoss zu verwenden. Wer lieber etwas grober vorgehen möchte, kann sich stattdessen auch für frostige Schwerter und Vorschlaghämmer entscheiden. Ich friere deine Seele ein. Oder seinen Fokus komplett auf die eigene Defensive legen. Vor- und Nachteile bringt allerdings jeder Stil mit sich. Wie schon bei Injustice, das ebenfalls für den NetherRealm Studios entwickelt wurde, sind alle Stages in Mortal Kombat X interaktiv. Viele Elemente im Hintergrund des Geschehens könnt ihr entweder als Waffe verwenden oder euch mit ihrer Hilfe in Sicherheit bringen. Wieder einmal macht auch im neuesten Mortal Kombat die völlig überzogene, teils comichafte, aber letztendlich auf keinen Fall jugendfreie Gewalterstellung einen großen Teil des Spiels aus und wird in Form der X-Ray-Superangriffe fast schon auf die Spitze getrieben. An diesen extrem starken Spezialangriffen hat man sich jedoch sehr schnell satt gesehen, da jede Figur im Spiel nur über einen X-Ray-Move verfügt. Abseits der normalen Kämpfe, die natürlich den Hauptanteil von Mortal Kombat X ausmachen, haben Ed Boon und sein Team jede Menge weitere Spielmodi und Bonusinhalte in das Beat'em'up-Spektakel gepackt, um auch Einzelspieler lange in der Stange zu halten. So etwa kehren unter anderem die Test Your Might-Herausforderungen zurück, die ihren Einstand im allerersten Mortal Kombat feierten. Fast schon skurril wird es im Test Your Luck-Modus. Hier gilt es, unter den verschiedensten Voraussetzungen, oft zu eurem eigenen Nachteil, ein bestimmtes Match für euch zu entscheiden. Mit einer wackelnden Kameraansicht und einer extra Portion Damage haben Scorpion und Reptile hier noch mit vergleichsweise harmlosen Bedingungen zu kämpfen. Ebenfalls wieder mit dabei ist die unter Fans sehr beliebte Krypta. In diesem Labyrinth, das ihr wie in uralten PC-Rollenspielen der Marke Wizardry aus der Ego-Perspektive erkundet, schaltet ihr mit euren im Kampf verdienten Coins neue Fatalities, Kostüme oder Konzeptzeichnungen frei. Bis ihr sämtliche Grabsteine der Krypta aufgespürt und geöffnet habt, geht jede Menge Spielzeit ins Land. Langzeitmotivation ist also garantiert. Sollte euch nach der Grabräuberei wieder mehr nach einem kompetitiven Gegeneinander zumute sein, lohnt sich ein Blick auf den Modus Fraktionskrieg. Hier schließt ihr euch einer von 5 Gruppierungen an, die untereinander eine Woche lang einen Wettstreit austragen. Wer online feindlich gesinnte Spieler besiegt oder auch in anderen Spielmodi sein können unter Beweis stellt, sammelt Punkte, welche am Ende der Woche weltweit zusammengezählt werden. Anhänger der Siegerfraktion dürfen sich dann über eine exklusive Belohnung freuen. Wo wir gerade bei Zahnproblemen sind.
Allerdings können weder die anregenden Spielmodi noch das tolle Art-Design mit seiner schicken Grafik über die im Kern verankerten Gameplay-Schwächen hinwegtäuschen. Zwar hat sich Mortal Kombat X ganz klar zu einem durchdachten Fighting-Game mit Tiefgang entwickelt, bleibt durch einige Mängel im Detail aber hinter der taffen Konkurrenz zurück. Animationsübergänge, Hitboxen, Kollisionsabfrage, alles an der leicht schwammigen Steuerung wirkt arg unsauber und nicht so griffig wie etwa in Street Fighter 4, The King of Fighters 13 oder Skullgirls. Wer aber auf der Suche nach einer guten Alternative mit massig Spielinhalten ist, sollte wie Cassie Cage einen Trip nach Outworld riskieren.